Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Gewusst Wie. Heute geht es darum, wie ihr die Rollobürsten selber wechseln könnt. Das habe ich im Schlafzimmer bei uns schon gemacht, ein paar Erfahrungen da gesammelt und die will ich heute an euch weitergeben. Ihr braucht, wenn die nicht geklebt sind, es gibt welche, die geklebt werden und welche, die nur so reingeschoben werden in die Schienen. Wenn die nicht geklebt sind, ist es relativ einfach. Ihr braucht da auch nicht viel. Es gibt im Baumarkt so ein Hakenset. Zum Beispiel mit Rundhaken, welche im 90-Grad-Winkel und so weiter. Da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Mit denen geht das relativ einfach. Dann eine Schere und ihr kriegt Meterware, dann die neuen Rollo-Dinger. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wo ich die her habe. Einfach Amazon, da kannst unterschiedliche Längen von den Borsten angeben. Und unten der Steg, der gibt es auch noch in unterschiedlichen Breiten. Empfehlenswert ist natürlich vorher, wenn ihr einfach bei eurem Fenster eine so eine Bürste rauszieht, eben mit der Methode, die ich euch gleich zeige, und dann schaut, was brauche ich für einen Fuß, was für eine Länge. Wenn es klappert, müsst ihr natürlich ein bisschen länger nehmen, als ihr jetzt drinne habt. Und dann wird es bestellt, könnt ihr wechseln, fertig, los geht's. Ihr geht einfach hier unten dann so rein, zieht das nach oben ein bisschen. So, einfach nur so ein bisschen hier in dieser Schiene lang und dann könnt ihr den Haken hier so rantun, sieht man das, hier so und dann einfach ziehen. Nichts kaputt gemacht, super schnell. So, und jetzt müsst ihr nichts weiter tun, als neu und alt nebeneinander legen, die Länge ausmessen, dann an der richtigen Stelle natürlich cutten und das neue Ding einfach wieder einziehen. Das machen wir jetzt. So, und wenn ihr dann den neuen hier habt, dann hilft euch auch der Haken ein bisschen, das wieder reinzubringen. Das ist die eine Seite, dann die andere Seite so reindrücken. Und dann könnt ihr die Rundung nehmen des Hakens. Einfach so ein bisschen drauf drücken und jetzt schieben das erstmal hoch. Jetzt hilft euch diese Rundung einfach, das so runterziehen und dann ist das drin. Dann schiebt ihr das hier oben an die richtige rein. Das hoch. Und das Prinzip ist aber überall das gleiche. Ihr seht, es geht super schnell, wenn die Dinger nicht verklebt sind. Das Einzige Schwierige ist eigentlich, am Anfang rauszufinden, was für eine Größe habe ich, gerade von dem Fuß. Und hoffentlich ist das Ding nicht verklebt worden. Und ich verlinke euch, wie gesagt, das, was ich jetzt bestellt habe. Das kannst du meterweise bestellen, 5, 10, sonst was, wie viel Meter. Das ist eigentlich ganz cool, bin zufrieden. Es funktioniert auch bei uns. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wenn euch das Ganze geholfen hat. Gebt den Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Gewusst wie.